Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Winkeltier. Mal schauen, wie lange es noch dauert, bis wir das Geld zusammen haben, um auszubauen. Ich habe jetzt mal von dem Geld, was ich noch übrig hatte, zum einen zwei Paletten gekauft und ich konnte dann hier zum Glück auch noch ein paar Zutaten kaufen, weil ich habe nämlich das gebraucht für Tränke. Also ich hätte niemals alle Tränke herstellen können. Ich glaube, gerade bei dem Amulett und bei den Glücksbringer, da wäre ich absolut gescheitert, weil ich die Zutaten einfach nicht mehr hatte. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie die nächsten Tage laufen. So, jedenfalls das Geld für meine Angestellten habe ich. Ich habe zwar schon wieder Deko gekauft, aber die habe ich auch gleich wieder verkauft, dass ich meine drei Mädels hier bezahlen kann. Zumindest grinsen sie ja, ne? Noch nicht ganz grün sind sie, aber zumindest grinsen tun sie. Und wir müssen mal schauen, wie wir die Attraktivität auf jeden Fall noch weiter erhöhen. Weil das wird sehr viel mit dran hängen, wie viele Leute hier auch kommen und wie viel gekauft wird. So, der erste Händler bitte. Ich muss auf jeden Fall jetzt schauen, dass ich auch die anderen Zutaten immer wieder mit auffülle. Weil es ist natürlich, über den Tisch ist es immer etwas teurer, als wenn ich jetzt die Pflanzen beim Händler kaufe. Da können wir auf jeden Fall einen nehmen. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen warten, bis die ersten Kunden gehen. Wobei, das dauert immer lang, ne? Gerade wenn der Laden erst aufgemacht hat, da dauert es immer, bis die ersten gehen. Ja, die ersten zwei hier. Okay, gut. Dann schauen wir jetzt nochmal. Also, wir kaufen zweimal den hier. Einmal das Schlafmittel. Wir füllen auf jeden Fall die Äpfel auf. Ihr seht, ne, ich habe nur noch 31 Äpfel. Da habe ich jetzt nämlich auch einiges machen müssen. Das war, glaube ich, der... Weiß jetzt gar nicht. War das der Liebestrank? Das kann schon sein, ne, wo die Äpfel reinkommen. So, Lavendel. Wir werden Lavendel kaufen. Aber bitte diesen hier, die 7 Stück. Und hier vielleicht nochmal 20. Oh, da haben wir ja auch noch einen. Warte mal, dann... Dann nimmt die 20 weg und kauft dafür die 16 hier. Da nehmen wir Alraune. 64 hat er, ne? Nehmen wir mal 30 Stück. Nicht genug Geld übrig. Oh, verdammt. Okay, dann brauche ich gar nicht weiterschauen. Dann lassen wir das jetzt so, wie es ist. Einmal Quiche, jawohl. Bitteschön. Nochmal ein Händler. Ohne Geld bringt es mir nichts. Warten wir mal wieder, bis ein paar gegangen sind. Einmal das Fleisch eintöpfle. Na komm, wenn du jetzt noch gehst, dann... Gut. Oh, Gussi ist aufgestiegen. Schön. Schön, schön. Dann nehmen wir mal zwei Stück davon. Hustenmittel. Nehmen wir einmal das Fünfer. Leitschutz. Ja, auf jeden Fall. Heiltrank. Was habe ich noch? Ja, gute Kamille habe ich gerade geerntet. Ne? Wenn ich jetzt da loslege und das gleich wieder alles verballe, dann habe ich wieder nichts. Liebestrank. Tränke gehen jetzt gerade, ne? Zweimal davon. Schmerzsalbe können wir einmal doch kaufen. Füllen wir einfach mal alles auf. Langsam sprechen. Dann klappt's auch. Und hier fünfmal. Brauchen wir hier irgendwas? Äpfel. Das sind fünf Äpfel. Nehmen wir einfach mal alle. Artischocken, Blaubeeren. Kamille, Lavendel. Ich nehme mal die 8 Lavendel hier noch mit raus. Alraune. Würde ich gerne alles kaufen. 80? Nee, 80 Stück nicht. 20 zumindest würde ich jetzt kaufen. Da ist sonst nichts weiter. Okay. Und schon haben wir kein Geld mehr übrig. Aber wir können zumindest die Mädels auf jeden Fall für den nächsten Tag bezahlen.
Also Plus machen wir auf jeden Fall jeden Tag. Das ist schon mal gut. Wenn ich mich dann auch nicht so verausgabe hier bei den Händlern, dann passt es schon. So, Quiche einmal. Nochmal ein Quiche, jawohl. Ja doch, die Verkäufe laufen schon etwas besser, ne? 35, schön. Okay, dann gucken wir mal. Samen, Blaubeersamen, Level 6. Cool. Dann nehmen wir doch da jetzt halt einmal noch mit. Dann können wir dann nämlich das Beet noch auffüllen. Und ansonsten nein. Dann Hustenmittel. Und Heiltrank. Was können wir hier kaufen? Nichts. Fleischeintopf können wir nehmen. Und Gemüseeintopf. Äpfel. Nee, lass ich. Lavendel vielleicht. Nee. Salbei. Salbei könnten wir alles nehmen. Das passt. Da brauchen wir nichts. Kohle, Seide, Stahl. Okay, passt. Einmal den Brei für den Zahnlosen. Rosemarie ist auch aufgestiegen. Ich nenne es jetzt einfach mal Rosemarie. Nina auch. Oh. Okay, Gussi geht auch nochmal los zum Auffüllen. Das heißt, das sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen zum Auffüllen. Okay, Nina. Okay, die werden jetzt alle drei gehen, schätze ich mal. Na gut, dann lass uns mal gucken, was wir zuerst vielleicht kochen können. Viel ist es nicht. Machen wir jetzt einfach mal die hier rein. Dann haben wir dreimal den Brei. Gemüseeintopf, schmeiß mal die Dinger hier raus. Die Einser. Einmal brauchen wir da. Dann wie viel? 6 Stück. 5 mal. Ja, doch, das passt schon. Käse passt auch. Das passt auch. So, zweimal den. Drum. Was? Fleischeintopfkoch sind wir jetzt halt. Oder zumindest die Aufgabe haben wir halt erledigt. So, lasst uns gucken. Spargel, nein. Die Bohnen, 56, nein. Da müssen wir gießen. Bei den Beeren können wir jetzt eigentlich nachpflanzen. Moment, hier kommt dann der da rein. So, dann haben wir das Beet nämlich auch wieder voll. Wunderbar. Da hinten muss ich noch gießen, dass das Zeug wieder vertrocknet. So, wie ist es beim Lavendel und bei der Kamille? Muss ich hier irgendwas gießen? Ja. Geht nämlich sonst wieder böse aus. Soll ich einen Lavendel ernten? Ich glaube ja. Tränkemäßig. Oh ja, da muss ich schon ein bisschen was machen, ne? Also ich würde sagen, dass ich mal einmal ernte. Und ansonsten schauen wir mal, was wir eventuell noch brauchen. Vor allem, wir können jetzt mal an die Tafel gehen. Da ist ja jetzt auch wieder, glaube ich, der Auftrag frei. Bevor wir das nämlich machen. 739... 540, 2 Tage, 3 Tage, das ist immer schwierig, ne? Es gibt ja welche, die haben fast an die 2000 und brauchen dann 4 Tage. Vielleicht machen wir mal bloß den kleinen Auftrag hier. Oder wir warten einfach mal einen Tag. Warten wir mal. Auch wenn wir alles gleich erfüllen könnten, aber vielleicht gibt es am nächsten Tag bessere Aufträge. So, hier brauchen wir 3 Stück.
meistens zwei, ne? Ist schon gut, wenn ich zukaufe. Gut. Dann haben wir tatsächlich wieder alles voll. Ja, cool. Dann gleich ab in den nächsten Tag. So, hoffentlich gehen jetzt die nächsten Verkaufstage alle so ein bisschen in die Richtung wie jetzt. Aber ich komme nicht drum rum, dass ich halt auch wieder Sachen zukaufe, ne? Also ich verdiene zwar ganz gut Geld, aber ich muss auch schauen, dass ich das Lager gefüllt halt. Mal gucken, die hatte jetzt einen Pfeil nach unten. Die Goose hier, glaube ich. Nee, die andere. Die hatte, glaube ich, einen Pfeil nach unten. Also der, ihre Stimmung ist nicht gerade gut. Da muss ich nochmal gucken, wegen dem Lohn. Jawohl, jawohl. Gut. So, was haben wir denn hier? Kamille und Artischocken wäre das einzige, brauchen wir nicht. Heiltrank, haben wir noch die 10 Stück? Da haben wir noch alles. Blumenkohl, da ich den ja noch nicht angebaut habe und der jetzt sehr günstig ist, kaufen wir einfach mal die 21 zu. Kamille, nein. Käse könnte ich zulegen, weil minus 75, also da können wir gerne auch einmal 10 mehr nehmen. Getreide. Komm, wir nehmen die 6 Stück hier. Und Kartoffeln kann ich eigentlich auch nichts verkehrt machen, wenn ich da jetzt mal welche nehme für eine Münze. Kohleeisen, Stahl. Ne, Stahl haben wir noch. Ne? Passt, 132 ist gut. Harmen. So, kommt Leute. Greif zu. Jawohl, so mache ich das, wenn das Geld rein flattert. So, schauen wir mal. Kartoffelsamen. Amulett können wir zukaufen. Schönheitscreme, dann bitte die bessere. Kommt nun die eine auch noch mit. Der Leitschutz. Heiltrank, Glücksbringer und ja, Schlafmittel, das passt. Eine Münze der Lavendel, ne? Nee, ich lasse das mal. Oh, 2 Münzen für einen Sechser, ne? Komm, wir nehmen die 10 mal mit. Und Salbei nehmen wir auch die 7 Münzen kostet es. Nehmen wir mal hier so mit. Passt. Tja, kaum kommt das Geld rein, ist es schon wieder weg. Aber solange wir hier immer noch wachsen vom Guthaben, bin ich zufrieden. Gut, schauen wir mal. Spargelsamen, Amulett, Hustenmittel, wow, 8 Hustenmittel weg, könnte ich heute auch gebrauchen, Hustenmittel. Ja, komm, wir nehmen die 8 Stück zum Auffüllen. Der Liebestrank, 6-mal, Glücksbringer, Schmerzsalbe, passt. Blaumen, das braucht man nichts, wobei 9, 8, 2, naja, ich sollte vielleicht nochmal 10 Salbei mitnehmen, ha? Wäre, glaube ich, nicht verkehrt, 10 mal hier, 10 mal da, okay.
Ja, sie hat, die Nina, die hat diesen Pfeil nach unten. Sollte ich jetzt dann als erstes machen, dass ich es nicht wieder vergesse. Ich vergesse es ja zu gerne. Gusi ist gut drauf. Die hat aber auch schon Level 10 jetzt. Aber dann wird die wahrscheinlich auch niemals mehr vom Gehalt her verlangen. Genau, Nina, gehst du oder... Ja, Nina geht. Gus hier wird jetzt auch gehen. Und sie geht jetzt auch. Okay, dann schauen wir gleich einmal wegen den Lohn. So, hier müssten wir eigentlich jetzt ja dann am Ende sein. Wir machen das Ganze auf 120. Das ist doch ein schöner Betrag. Akzeptieren. Dann, was haben wir hier? Akzeptieren. Und bei ihr. Deswegen ist die Stimmung so schwankig. Keine Ahnung, warum das so weit unten ist. Akzeptieren. Passt. Dann schauen wir erst wieder, was wir kochen können. Genau, vielleicht noch ein bisschen den alten Schmonz hier mit Stufe 1 verkochen. Da brauchen wir mal eins. Da brauchen wir eins. Hier einmal. Und hier dreimal. So. Ja, es ist schon die Überlegung, ob man da nicht irgendwas noch mit hinzufügen müsste, dass wir noch ein paar mehr Gerichte ausstellen, ne? Ja, gut. Ich muss echt mal abwarten, wie es jetzt noch ist. Solange ich da nicht weiter ausbauen kann, ist es echt schwierig. Immer noch 55. Gut, ich müsste halt auch immer mit dem Zeug kochen, ne? Weil die Artischocken werden jetzt weniger. Bei den Beeren, das können wir lassen. Weizen. Jawohl, die... Also die Kartoffeln auf jeden Fall. Aber bei den... Ja, die Ernte, die, also von dem Status her, kommen wir auch langsam nach oben, ne? Aber was machen wir denn damit? Soll ich die jetzt ernten? Ich habe jetzt alles verkocht, ne? Ich brauche es eigentlich nicht. Ich könnte hier höchstens mal Tische herstellen, dass ich dann anfange, die Sachen zu verkaufen, bis wir das andere Zeug haben. Lavendel, nee. Und hier auch nicht. Bloß gucken, nicht, dass ich irgendwas vergesse wieder mit Gießen. So, es fehlen auch nicht mehr viele Punkte bis zu 27, ne? Attraktivität. Wir könnten mal da hinten vielleicht irgendwie Deko reinstellen. Das hatte ich nämlich vorher schon mal gemacht. Allerdings habe ich sie dann wieder verkauft. Mal hier so ein Fass in die Ecke stellen. Zack. Dann können wir vielleicht auch mal so eine Fahne. 50, 40. Ja, machen wir mal so eine Fahne hier. Die wir da einfach mit hinhängen. Ich weiß gar nicht, ob ich innen drin was... Ah doch, das geht auch. Wunderbar. Schafsfellteppich. Den könnte ich sogar hier platzieren, ne? Warte mal, dreh den mal so ein bisschen. Oder vielleicht so. Ja, das sind schon wieder ein paar Punkte, ne? Dann könnte man mal gucken, ob wir irgendwas freischalten können. Aber ich glaube noch nicht, oder? Nee, ist noch nicht. An was ist das abhängig? Stufe 36. Okay, also bei der nächsten Mal Stufe 36 und hier dann 41. Heftig. 41, 46. Da haben wir noch ein bisschen einen Weg vor uns, würde ich sagen, ne? So, bei den Tränken dürfte nicht so viel sein. Na, es geht. Standardmenge.
wir noch 3 Stück. Ich muss auch Holz kaufen, ne? Sehe ich gerade. Leitschutzpodest. Wunderbar. Stahl. Okay, haben wir echt eine gute bunte Mischung. Ja, das passt. 3-mal. Komm, 3-mal. So, dann schauen wir jetzt auf die Tafel. 1600. Na, das klingt doch schon mal gut. Wir bräuchten noch mal, ja, im Grunde bräuchten wir 10-mal diesen Trank, also 10-mal Heiltrank, 27-mal Schlafmittel. Okay, jetzt machen wir mal 10-mal den Heiltrank. Obwohl, ich mache dann mal 4-mal. Weil wenn ich den anderen jetzt 27-mal herstellen kann, dann wäre das blöd. 27-mal den Schlaftrank. Ich habe 29 Kamille. Ja doch, können wir machen. Und auch mal drauf schauen. 27 tatsächlich? Ja, 27. Aber wir brauchen 27 Stück mit Stufe 4, ne? Okay. Also ich habe 100% hier stehen, ne? Das sollte ja normalerweise kein Thema sein. Also 27. Kann ich das auch erhöhen? Ah! Also mit Shift-Taste kann man hier auch in 10er-Schritten erhöhen. Und mit der Steuerung alles, was geht. Okay. Das ist interessant. Ja, 27 Mal. Das sind ja alle 7er. Also ist das überhaupt kein Thema. Und dann muss ich aber auf jeden Fall die Kamille ernten. Und der letzte ist dann noch der Leitschutz. Da brauchen wir 12-mal insgesamt die Stufe 3. Okay, das sollten wir auch hinbekommen. Dann mache ich gleich 12-mal. Gut. Und dann müssen wir, glaube ich, nur den Heiltrank nochmal nachbrauen. So, akzeptieren. 1684. Das ist doch toll. Und ich muss noch machen jetzt 6-mal den Heiltrank, ne? Ja. 3-mal kann ich machen. Dann gehen wir mal hinter ans Beet. Wahrscheinlich gleich alle anbauen. Ne? Ja, glaube ich am besten, weil ich muss ja gleich jetzt wieder welche machen. Gut. Ansonsten nichts, ne? Haben wir ja alles. Dann machen wir jetzt mal die Heiltränke und dann machen wir noch einen Tag auf. So, 7-mal. Na komm. So, damit sind wir wieder voll. Essen ist voll. Auftrag ist abgegeben. Eisenfund. Ja, wunderbar. Gibt es wieder Eisen für eine Münze. So, Gustje, du lachst. Wunderschön. Rosmarin lacht fast. Und Nina auch. Zumindest ein breites Grinsen haben sie. Jawohl, 1684. Die Umsätze, die machen schon richtig Spaß. Also ich bin froh, dass ich da ab und zu mal mich doch entscheide dazu, dass ich einen Tag warte, bis ein neuer Auftrag reinkommt. Lohnt sich. Weil ob ich jetzt einen Auftrag mache mit 600 Münzen und dann 4 Tage warte, oder mit 1800 und dann 4 Tage warte, ist schon ein Unterschied. Na gut, einen Tag habe ich natürlich vergeudet, ne? So, ich warte wieder ein bisschen. Okay, der hat sogar einen Fleischeintopf gekauft. Schönheitscreme, einen Liebestrank,
Einmal Schlafmittel. Dann das Quiche. Hier brauchen wir, glaube ich. Ach, es kommt drauf an wieder, ne, wie viel verkauft wird von dem Zeug. Alraune würde ich sagen, nehme ich jetzt mal die 15 Stück. Und Salbei nehmen wir auf jeden Fall die, das, was er hat. Beim Lavendel, ich überlege halt echt, ne, zumindest mal diese 11, dass wir auf 40 kommen. Torf. Nehmen wir die 10. Beim Holz haben wir ja auch fast nichts mehr. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall die 10 und füllen dann noch auf bis auf 50. Dann passt es. Ich sollte vielleicht tatsächlich noch mal wieder einen Tag oder zwei vorspielen, dass wir hier ein bisschen Geld zusammenbekommen. Weil aktuell geht es ja eigentlich, ist ja eigentlich immer das Gleiche. Ne? Ich muss schauen, dass ich Geld reinbekomme. Dementsprechend muss ich natürlich Zutaten kaufen, ich muss kochen, ich muss brauen. Was anderes mache ich eigentlich gerade aktuell nicht. Aber so richtig ausbauen und dekorieren kann ich eigentlich gar nicht. Wobei, jetzt haben wir mal 5000 wieder, ne? Ja, Leute, kauft noch schnell was. Jawohl, das wird eigentlich jetzt rausgegangen. Schauen wir mal hier, da, Glücksbringer. 6-mal Schlafmittel. Halt, nimm das Bessere. Verjüngungstrank, da ist der Bessere sogar günstiger. Dann nehmen wir halt die 4 Stück mal mit, den kann ich eh nicht kaufen. Spargel. Füllen wir halt mal auf, dann brauche ich den nicht ernten. Kamille. Nehmen wir mal die 7 Stück hier in Stufe 6. Lavendel. Ich nehme mal 10, ist egal. Stahl ist zu teuer, Torf, nein. Obwohl, wir sollten Torf noch zukaufen, ne? Wolle, Holz, passt. 377 wieder. Ich könnte auch mal jetzt so machen, dass ich, bis der nächste Auftrag frei wird, dass ich bis dahin mal vorspiele. Das sind jetzt ja dann 3 Tage. Das sollte dann auch hier unten ein bisschen sich was getan haben. Oh, 6000 schon. Jetzt, wenn die Leute noch gehen, vielleicht kommen wir dann sogar fast auf 7000. Rosemarin ist aufgestiegen. Jawohl. Guss hier lacht. Na, es wird wahrscheinlich nicht ganz 7000. Nee. Wenn das nur die Pfennig-Sachen sind, ne, dann wird das nichts. Na gut, ja, dann mache ich das so. Da werde ich noch ein bisschen vorspielen. Vielleicht schaffe ich es ja, dass ich auf die 12.000 komme oder so. Das wäre schon mal nett. Dann könnten wir zumindest 4 oder 5 neue Bodenplatten freischalten. Wobei, wenn ich hier die mache, ne, dann bin ich schon wieder das Geld los und habe nichts geschafft. Aber ich würde da hinten gerne weiterbauen. Das wäre ganz gut. Ich würde das hier noch so ein kleines bisschen vergrößern. Dass wir dann später hier auf die Schmiede gehen. Also ich glaube, da bin ich schon festgelegt, dass ich hier die Schmiede reinmache. Ja, werde ich wahrscheinlich so machen. Okay, Leute, das soll es dann auch gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne Kommentare reinschreiben. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.